Um Zugriff auf das optische Laufwerk für den Kabelmanager zu erhalten, müssen Sie die rechte Seitenabdeckung entfernen. Lösen Sie zum Entfernen der rechten Seitenabdeckung die beiden Nummer 2 Kreuzschlitzschrauben, die die Abdeckung an der Rückseite des PCs sichern. Schieben Sie die rechte Seitenabdeckung in Richtung Rückseite des Geräts. Heben Sie diese dann vom PC weg. An der unteren Ecke der rechten Seitenabdeckung befindet sich innen eine Lippe, die sich mit einer Lippe an der Unterseite innen im PC zusammenschließt. Außerdem befinden sich Laschen an den oberen und vorderen inneren Ecken der rechten Seitenabdeckung, die in Schlitze und unter eine Lippe am PC geschoben werden. Zum Einsetzen der rechten Seitenabdeckung richten Sie die untere Lippe der Abdeckung vorsichtig über die Lippe am PC und die beiden oberen Laschen an deren Schlitzen aus. Schieben Sie die rechte Seitenabdeckung nach vorne, bis die vorderen Laschen unter deren Lippe gleiten und die vorderseite der Abdeckung bündig an der vorderen Blende des Gehäuses anliegt. Sichern Sie die rechte Seitenabdeckung an der Rückseite des PCs mit den beiden Nummer 2 Kreuzschlitzschrauben.